Ja, ihr Lieben, wir machen weiter und darauf sagte dann David Wood, ja, nun wusste ich, dass er ein Lügner ist, der Christen täuschen will. Ja, da sind wir stehen geblieben, glaube ich. Genau, Moment, Moment. Genau, wir sind dann jetzt bei Frage 8. War Mohammed ein Prophet wie Moses? Ja, David Wood, eins, erstens, Moses sollte ein Prophet der Araber sein, wo er doch der Juden war. Zwei, alles, was ihr tun müsst, ist es zu wissen, was ein Prophet wie Moses ist, der Gott Angesicht zu Angesicht sah, er Wunder tat. Die Bibel erklärt in der, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, weil es auch nicht aus Englisch, auf Englisch richtig ausgesprochen wird, in der Deuteronomie, ne? In der Deuteronomie, ich bin kein Bibelstudent, Leute, sorry, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, die ihr studiert seid. Die Bibel erklärt in der Deuteronomie, wer sagt, ja, wer sagt, er ist ein Prophet und bezeugt einen anderen Gott, er soll gewisslich sterben. Ja, was heißt das hier, Leute? Lass mich das gleich erklären. Unser Gott in der Bibel ist Moses, ja. Wenn wir doch jetzt Moses mit ganz klar mit, das haben sie nicht gesagt, das sage ich jetzt. Wenn wir doch Moses direkt mit Prophet Mohammed vergleichen in Islam. Moses fragte, was soll ich den Leuten antworten, wenn sie fragen, wer du bist, ja. Sagte Gott, ich bin. Ich bin. Ja? Und der Prophet Mohammed sagte, dass Gott Allah ist. Ja? Allah, der Mondgott, Allah. Ja? A-L bedeutet althebräisch Gott, E-L neuhebräisch auch Gott, La. Gott, La. Der alte Gott des Mondes, der pagane Gott. Ja? Wurde übernommen in Islam. So. Erstens, ja, also beziehungsweise zweitens, ja, und in, die Bibel erklärt in der Deuteronomie, wer sagt, er ist ein Prophet und bezeugt einen anderen Gott, er soll gewisslich sterben. Und jetzt nochmal zweitens, wer ein anderes Evangelium bringt, ja, und hier sagt er, und der ein anderes Evangelium bringt. Mohammed verstoßt gegen beide Warnungen der Bibel. Mohammed verstoßt also gegen die Warnung der Bibel, wer ist ein falscher Prophet, der andere Götter anbetet. Und ein anderes Evangelium bringt, ja. Und was sie vergessen haben, ist, dass der Engel, dass sie gewarnt haben, selbst wenn ein Engel kommt, ja, soll man ihm nicht vertrauen, ja, und so weiter. Und wir sehen hier, dass der Engel kam mit den, weil der Engel übergab ja alles Mohammed, hat ja selbst Allah nie gesehen, Mohammed, der Engel übergab das alles. Und hier warnte Jesus 600 Jahre schon zuvor, dass selbst wenn ein Engel kommt, ja, wir ihm nicht vertrauen sollen, wenn ein anderes Evangelium bringt. Diese drei Sachen, es sind drei Sachen. Die haben hier zwei Sachen aufgesagt. War kein Fehler von denen. Einfach eins mal vergessen, es kann ja mal passieren. Drei fette Warnungen der Bibel, die bezeugen, ja, wenn ein beziehungsweise nein, er hat es nicht vergessen. Die Frage war ja Prophet zu Prophet Vergleich. Entschuldigung, okay. Und jetzt, was ja halt das von dem Engel noch, die Warnung ist noch dazu. Ja, selbst wenn ein Engel kommt, ein anderes Evangelium bringt. Er sei verflucht, ja? Oder soll sterben, oder was in der Bibel steht, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob er sterben soll oder verflucht sein. Und hier ist das Jibril im Islam, der ein anderes Evangelium bringt, ja? Er hat ja die Sachen von Jibril bekommen, nie mit Allah selbst persönlich gesprochen und ihn selbst persönlich gesehen, sagt Mohammed selber, hat Mohammed selber ausgesagt. Versteht ihr? Ja? Hier, wo die Bibel ganz klar uns warnt, ja? Ob Mohammed ein Prophet unseres Glaubens ist, ja, so. Als Ausrede kamen dann die satanischen Verse und Allah entnahm wieder die angeblich satanischen Verse, die Mohammed falsch sagte, wie die drei Töchter von Allah zum Beispiel. Natürlich musste Allah jetzt hier Mohammed eine Ausrede finden. Er wusste, er hat hier einen großen Fehler gemacht und paganen Götter, die Töchter dieses Allahs, mit in den Islam reinzubringen. Er hat wohl gemerkt, dass das den Leuten, dass das, dann später, ja, wo er dann zu einem Gott, zu alles zu einem Gott fokussieren wollte. Wir wissen ja, dass die ganzen Enzyklopädien und hin und her, der Islam immer mehr angepasst worden ist. Am Anfang wurden die ganzen Götter gar nicht abgeschrieben, denn Ali selbst sagte, Allahu Akbar, daher kommt dieses Allahu Akbar, wollte doch dennoch Baal folgen, wo doch Allah der Größere ist. Daher kommt dieses Allahu Akbar. Wollt ihr denn noch weiter Baal folgen, wo doch Allah
der bessere Kreator ist. Das heißt, Baal hatte noch existiert, der Gott Baal hatte sogar noch existiert im Islam. Ja? Nur Allah war der bessere Kreator. Und so wurde das langsam fokussiert, Enzyklopädie für Enzyklopädie. Ja, aus meiner Logik geht es heraus, ich habe keine Beweise, aber aus meiner Logik heraus wurde das dann langsam durch die Enzyklopädien, durch die Allah sagt selber, wenn wir bessere Wörter finden, werden wir sie auch nutzen. Das ist, wie ich dann auf diese Logik komme, dass der Koran immer angepasst wurde, angepasst wurde, angepasst wurde. Wir sehen heute zum Beispiel auch deutsche Wissenschaftler selbst haben bestätigt, dass der Koran verfälscht worden ist. Ist der Koran verfälscht oder beziehungsweise verändert worden? Habe ich ein Video darüber gemacht, guckt euch das an. Da beschreibe ich euch das ganz, ganz sehr gut, sogar in dem Video, wie ihr... Wenn man beweisen kann, dass der Koran verfälscht bzw. umgeändert worden ist von Muslimen selbst und so weiter. Ja. Und da musste Mohammed dann natürlich eine Ausrede finden, wie schaffe ich das jetzt, das auf einen Gott zu machen. Und dann sagte er natürlich, dass diese Wörter mir Satan eingebracht hat, ja, aber gar nicht von Gott sind. Also und Allah, ja, Allah versprach, ja, oder beziehungsweise sagte, dass keiner seiner Messenger, ja, seiner Boten, ja, Engel wie Propheten von Satan betastet werden können. Und hier wurde Satan, hier bezeugt Mohammed selber oder sagte selber, dass Satan ihm diese Verse eingebracht hat und somit von Satan angetastet worden ist. Somit hat der Gott Allah selbst, sein Gott des Islams, widersprochen. Allah sagte, Satan kann dich gar nicht betasten, doch wurde hier betastet, um nur ein Beispiel zu bringen. Ja. Oder beziehungsweise kommen noch ein paar Beispiele, wie Mohammed von Satan angetastet worden sind, wurde, das werdet ihr gleich sehen. Öfters, ja? So. Also. Sam Shamun ging Jin al-Abiyat, ja? Wer ist das und warum ist sie so, ist er oder das so von Bedeutung, ja? Djinn, also der Djinn, ein Djinn ist ja sowas im Islam wie ein Geist oder sowas, ja? Oder beziehungsweise, ja? Wer ist dieser Djinn al-Abiyat? Ja, Christian Prinz antwortet, das ist Satan, der in der Imagination von Jibril kam, darum wird er al-Abiyat genannt, ja? Wer ist Djinn al-Abiyat? Ja, das ist der Satan, der selbst in der Erscheinung, ja, von Jibril, den Engel Jibril kam und somit Mohammed täuschte. Ja? Jetzt sagt Yesem Shamun, also das bedeutet, Mohammed konnte nicht, also das war der Hund, ja? Also das bedeutet, Mohammed konnte nicht differenzieren zwischen den echten und den falschen Jibril, also Entschuldigung, also das bedeutet, Mohammed konnte nicht die Differenz zwischen den echten und den falschen Jibril feststellen und wie konnte Mohammed wissen, wann nun der echte und wann der falsche Jibril, also Jibril, ja, oder Al-Abiyat zu ihm kam. Versteht ihr? Der wusste ja gar nicht. Der wusste gar nicht. Also woher wissen wir jetzt, was satanische Verse waren und was wirklich Verse waren von diesem angeblichen Jibril? Wissen wir gar nicht, weil Mohammed selbst ja gar nicht wusste, wer ihn da manchmal besucht hat und ihm irgendwas aufgeschwätzt hat. Versteht ihr? Ja. Und CP antwortet, Jibril kam auch in der Erscheinung von Dachia al-Kalbi. Ja, und Sam Shamun fragt, und wer ist dieser Dachia al-Kalbi? Du sprichst ja gerade hier in Zungen, in vielen, wir verstehen ja jetzt gar nichts mehr so aus Spaß, weil der Islam nämlich das ist, wo du sagst, was geht denn hier ab? Ja, wenn du den liest, denkst du, was geht denn hier ab? Ja, und Zipi, ja, er ist der hübscheste Junge vom Tribe der Quraysh und Mohammed reklamierte, weil er die meiste Zeit mit ihm verbrachte, speziell in der Nacht. Wenn Ibn Abbas zu ihm kam und fragte er, ist das Dachia? Ja? Dachia, Entschuldigung. Und er saß in einer intimierenden Position und Mohammed sagte, das ist Jibril. Aber, ja? Aber nur ist, wir, genau. Aber nur zum Thema von vorher, sagte dann Christian Prince, ja? Aber nur zum Thema vorher, die beste Antwort ist, wir werden niemals einen Boten schicken in einer differenten Sprache seiner Leute, was bedeutet, ja, und das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Das sind so Sachen, wo man sieht, Christian Prince ist einfach eine Maschine, ja. Die islamische Lehre benutzt Mohammed sagt, und CP sagt das dann auch ganz klar, was ich auch letztens in meinem Video gesagt habe, benutzt nicht
eure Argumente, Wissenschaft oder sonst was, benutzt den Islam als Argumente, um den Islam schachmatt zu setzen. Ja? Das ist, seht ihr wieder etwas, was, wo du dann sagst, Hammer. Ja? Du sagst das, er sagt das. Ich habe das zwar jetzt nicht gewusst mit dem, aber Christian Prinz sagt dann, dass ihr nur Denis Zeugs benutzen sollt, um sie schachmatt zu setzen. Ja? Und das ist, was ich euch auch immer gesagt habe. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja? Und da sagt er hier, ja, aber nur zum Thema vorher, die beste Antwort ist, wir werden niemals einen Boten schicken in einer differenten Sprache seiner Leute. Was bedeutet, er muss von ihnen sein und ihre Sprache sprechen. Also wenn Mohammed ein Prophet ist, müsste er ein Jude sein. Ja, sagt Christian Pünz. Denn wenn er wirklich unser Prophet ist, der fing ja an mit dem, klar, mit Abraham, davor Noah, Adam und Eva und so weiter, ja. Klar, waren das noch keine Juden, aber ja, sein Volk, wo das dann das Volk wurde, ja, laut islamischer Lehre selbst, die islamische Lehre selbst besagt, ja, dass es das vom eigenen Volk kommen muss und so weiter, versteht ihr? So. Entschuldigung, ihr Lieben, sorry. Gut, machen wir weiter. So. Wie gesagt, ich stehe nicht auf Profi-Videos, das ist mir so scheißegal, es geht hier nur um den Inhalt, Leute, okay? So, laut islamischen Quellen, ja, Moses glaubte an die originale Sünde, doch im Islam glaubt man nicht daran. In Englisch heißt es Original Sin, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch so sagt, ja. Moses glaubte an die Original Sin auf Englisch, ich habe es mal in originale Sünde übersetzt, doch im Islam glaubt man nicht daran. Widerspruch in Islam. In Islam selbst heißt es, dass man Moses oft an die Erbsünde, glaube ich, heißt es auf Deutsch, oder? Erbsünde, oder? An die Erbsünde glaubte, doch man glaubt an die Erbsünde nicht im Islam. Wenn ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe, dann tut es mir leid, kann ja mal passieren, aber ich glaube, das ist jetzt so richtig. Erbsünde, Original Sin. Wenn nicht, übersetzt das mal eben selbst schnell, was das bedeutet. So. So sind genug Argumente von ihren eigenen Büchern, sie zu entblößen. Seht ihr, hier sagt das Christian Prinz, was ich euch immer sage. Benutzt ihre eigenen Quellen, die islamische Lehre selbst, um sie zu entblößen. Sagt hier Christian Prinz, und das ist, was ich meine. Es ist einfach nur wunderschön, wenn du siehst, wie Menschen woanders, ja, unsere christlichen Kämpfer genau die Sätze benutzen, die du auch benutzt. Das ist einfach dann einfach nur der Wahnsinn, weil du merkst dann wirklich, dass hier eine höhere Macht uns leitet. Versteht ihr? Wir haben den Geist Gottes, Leute. Und an die Leute, die sagen, nochmal, ja, die Christen, die sprechen ja hier mehr als über den Islam, als über den Christentum, ja, nochmal an euch, ihr Top-Christen, ihr Super-Christen, ja, habt keine Angst vor der Unwahrheit, sondern deckt sie eher auf. Und Christian Prinz spricht ja auch von dem Christentum und von Jesus. Und dann immer am Ende des Videos tut er immer Jesus Christus erwähnen, ja, und versuchen die Leute zum Islam zu konvertieren, zum Christentum zu konvertieren, wenn sie den Islam verlassen haben. Ja. Hört mal auf damit, ihr wollt besser dastehen. Damit zeigt ihr nur, ich sag's euch mal ganz klar, ihr wollt besser dastehen und diese fokussierten Jesus. Wir sind fokussiert auf Jesus, aber diese nur fokussiert auf Jesus und das alles andere, ja, nicht tun, was Jesus sagt, denn an den Früchten werde ich euch erkennen. So, wenn wir die Früchte, die bösen Früchte der anderen gar nicht kennen, gar nicht wissen, dass die Takia benutzen, dass wir gar nicht diese böse Frucht Takia überhaupt nicht kennen und wir nicht darauf aufgeklärt werden, wer sind jetzt die Falschen? Gott sagt, wir sollen das tun, ja. An den bösen Früchten werdet ihr sie erkennen, oder an den bösen Früchten, an den Früchten werde ich euch erkennen, und ihr werdet sie an den Früchten erkennen, auch wir, ja, denn Jesus sagt, gibt ein Baum, ein schlechter Baum etwa gute Früchte, gibt ein guter Baum etwa schlechte Früchte, ja, und so tun unsere christlichen Gebrüder euch darüber aufklären, über die Tachia, was für eine Gefahr wir da haben, und da kommen euch Christen und wollen euch sagen, wir sollen nur Christus, 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 Christus und Islam in Ruhe lassen. Ja, wahrscheinlich ist das denen wohl da ein bisschen zu viel Arbeit. Ja, oder wollen nicht den Hals reagieren oder sind neidisch oder was auch immer. Ihr dürft nicht vergessen, wer den Menschen vertraut, sei verflucht. Ihr dürft nicht vergessen, dass auch Christen eifersüchtig sind, neidisch sind, ja, oder ihr schwarzer Punkt im Herz größer ist als der eine, weil es von den anderen. Wir sind alle böse, wir sind nicht alle gut. Keiner von uns ist gut, nur Gott ist gut. Aber hört auf diese Worte. Vertraut auf keinen einzigen Christ da draußen. Nicht mal auf mich, nicht auf Christian Prinz. Was heißt nicht mal auf mich? Wer bin ich?
Nicht auf mich, nicht auf Christian Pilz, auf niemanden. Hört, was sie euch sagen. Das Gute und das Schlechte. Hört, was sie euch sagen. Überprüft in der Bibel. Das Schlechte behalte, das Schlechte verwirft das Gute behalte. Entschuldigung, seht ihr? So passieren Fehler, weil wir Menschen schwach sind. Ich sage immer in meinen Videos, bei mir nach einer Stunde Konzentration ist Fujikago und dann passieren mir diese Sachen. Darum mache ich auch immer ein Stundenvideo und mehr, höchstens und mehr nicht. Ja? Aber das muss man dann auch zugeben und dann, dass die Leute auch Bescheid wissen. Ja? Und nicht gleich jeden denunzieren, nur weil, ja. Und keine Angst haben, liebe Christen, macht bitte eure Arbeit, tut, was ihr zu tun haben müsst. Und in der Bibel steht, was ihr zu tun haben müsst. Das steht ganz klar. Habt keine Angst vor der Unwahrheit, sondern deckt sie eher auf. Also wer seid ihr da draußen, den Christen Pöns und was er sich für ihn zu sagen, zu kritisieren, dass ihr ihn im Islam aufkläre. Ja, hört auf. In der Bibel steht, was ihr zu tun haben. Hört auf, falsch zu sein. Ihr seid falsch. Unbewusst oder bewusst. Ja. Und vergib mir für die Härte. An euch Christen immer vergib, bitte ich um Vergebung. An Muslime für meine Härte nicht mehr. Ja? So. So sind genug Argumente von ihren eigenen Büchern, um sie zu entblößen. Warum sagen sie, ja? Warum sagen sie, der kommen wird, heißt Ahmed, doch er heißt Muhammad? Die Bedeutung ist dieselbe, aber hier wird Name gesagt und der Name ist nicht derselbe. Ja, hier geht es nicht um die Bedeutung. Ja, wenn ich sage Bank, Bank, ja, ist derselbe Name, doch die Bedeutung ist eine andere. Ja, die eine Bank, wo ich mein Geld lasse und die andere Bank, wo ich mich hinsetze. Ja, und hier ist das umgekehrt, die Bedeutung ist dieselbe, Mohammed und Ahmed ist die Bedeutung dieselbe, aber der Name ist andere und das heißt, er wird kommen mit dem Namen Ahmed. Doch Mohammed ist nicht der Name Ahmed und Mohammed bedeutet ja der Gesegnete, ja, und Gesegnete ist ja was bedeutet jetzt nochmal Mohammed? Gut, kommen wir gleich drauf, weil ich mich noch erinnere. Hier geht es darum, dass es heißt, um den Namen. Hier heißt es, ja, nicht die Bedeutung kommt, sondern der Name kommt. Ahmed und Mohammed heißt nicht so. Ja, Mohammed hieß Kathim und hat sich den Titel, das ist ja eigentlich ein Titel, Mohammed ist ein Titel der Gepriesene. Entschuldigung, jetzt habe ich es, genau, der Gepriesene. Ja? Und gepriesen ist nur Gott. Und er selbst nannte sich gepriesen. Ja? Er selbst machte sich zum Gott dieser Religion des Islams. Da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, vielleicht mache ich dazu mal ein Video. Ja, dass Mohammed selbst eigentlich der Gott des Islams ist. Ja. Wenn also ein Satz vielleicht noch, dass wenn Allah zum Beispiel sagt, was er sagt und auch was Mohammed sagt, zählt. Es zählt eigentlich nur, was Gott sagt. Denn in der Bibel zum Beispiel steht, der wahre Zeuge ist nur der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da steht nicht der Prophet, obwohl er selbst eingegeben ist von Gott. Da steht nicht die Jünger, da steht auch nicht die Engel. Da steht nur der Vater und der Sohn und der, ja. Und der Geist sind die wahren Zeugen in einem Psalm. Sagt euch hier die Bibel. Und der Koran sagt euch, dass ein Mensch genauso wie Gott, egal was er aussagt, die absolute Wahrheit ist. Und in der Bibel ist die absolute Wahrheit nur was der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ja? Seht ihr? Schachmat Islam. So. Sem Shamun, Moses ist mehr barmherzig als Allah und Mohammed. Ja? Das Beispiel, wo Mohammed zu Moses nach Jerusalem, wo Mohammed mit dem Esel nach Jerusalem flog. Ja, es fing an, dass Allah sagte, die Menschen sollen 50 Mal beten, die Muslime sollen 50 Mal beten. Doch das war zu viel. Moses, ich mache das mal kurz jetzt hier, Moses brachte das dann nur zu 5 Gebeten. Also Mohammed war der Barmherzige, Moses war barmherziger, ja, als Mohammed. Und Allah, denn Moses, ja, sagte dann am Schluss, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück zu Allah, ja, und sage ihm, dass 5 zu viel sind, wir belassen das bei 5. Um das jetzt einfach zu erklären, wir belassen das bei 5. Und Moses, ja, ließ es dann bei 5 und Allah sagte, es sollen 50 Gebete am Tag sein. Und hier sagt Sem Shamun dann, ja, da hatten die Muslime aber Glück, weil sonst hätten sie kein Leben, keine Arbeit, sie hätten ja gar nicht, wenn sie 50 Mal am Tag beten müssten. Sie würden aufwachen, morgens aufwachen, beten, bis sie nachts schlafen gehen. Seht ihr, wie der Islam sich Vers für Vers selbst Schachmatt macht, Leute. Der Islam ist von keinem Gott, falls ihr ein Jugendlicher mal zuguckt, in einem Monat, in 10 Jahren und dieses Video sieht, lieber Suchende, die Bibel sagt euch, ja, im Namen Jesus Christus, die Bibel sagt euch, wer auf der Suche ist, wird finden. Und du, der auf der Suche bist, lass dich bitte nicht von dem Islam täuschen. Ja, denn sie werden euch Tachia, euch Sachen erzählen, die gar nicht so gemeint sind in der Bibel oder lassen Kontext weg, um das zu kritisieren. Ja,
und so weiter und stellen ihren Imam mit der ersten Phase als besser dar und erzählen nur, euch nur von der ersten Phase. Lieber ignorant, sage ich jetzt mal, oder junger Kerl oder Mädchen oder Unstudierter, auch wenn du schon älter bist, ja, lass dich nicht täuschen, wenn du auf der Suche bist, ja, unser Gott sagt dir in der Bibel, ja, der in der Liebe ist, hat Gott erkannt, beziehungsweise wer nicht in der Liebe ist, ja, hat Gott nicht erkannt. Das heißt ganz klar, wenn du in der Liebe bist, auf der Suche eines liebenden Gottes, wirst du ihn nur in der Bibel finden und nur ihn erkennen. Wenn du einen kriegerischen Geist hast, einen schwarzen Geist hast, einen dunklen Geist hast, einen bösen Geist hast, einen verletzenden Geist hast, wirst du unseren Gott vielleicht erkennen, doch ihn ablehnen, ja? Und dir natürlich einen Gott Thor oder was weiß ich, was für ein Thor, was für ein Gott auswählen, weil es dein Geist ist, der sich danach sehnt, ja? Doch du kannst Jesus Christus anbeten und sagen, ich weiß, dass ich schlecht bin, ich weiß, dass ich böse bin, doch im Inneren, in mir tief drinnen will ich ein besserer Mensch werden. Bitte komm in mein Leben und ich verspreche dir so bei Jesus Christus im Namen, er wird in dein Leben kommen und dich verändern und du wirst frei sein, voller Herrlichkeit und Liebe, was du dir vorher nie vorstellen konntest, was für ein glücklicher Mensch du werden kannst. Du diese Vergebung spürst, ja, von Gott. Das, was du spüren wirst, ist einfach nur der Wahnsinn. Ihr werdet noch krasser abgehen, denn ich bin es schon gewohnt als kleines Kind. Ihr werdet glauben, ihr habt Red Bull verleiht Flügel, Jesus Christus verleiht Flügel, sage ich euch. Ihr werdet schweben, ihr werdet gleiten auf einem Meer voll Glückseligkeit, ja. Ich weiß, ich will keine weltlichen Vergleiche machen, ja, aber gut, Jesus hat ja auch manchmal weltliche Vergleiche gemacht, denke mal, so schlimm ist das jetzt auch nicht, ja, mit dem Baum und sowas, ja, mit der Oliven und mit den Senfkorn, ich denke mal, so schlimm ist das nicht, ich will hier niemanden beleidigen, ja. Wenn du in der Liebe bist, wirst du sowieso unseren Gott erkennen, weil du sofort siehst, lest Johannes durch und du wirst sehen, ja, was die Offenbarung Jesus und hin und her, ja, die Vergebung und alles, ja, wirst du nur bei uns sofort feststellen. Und wenn du nicht in der Liebe bist, aber in der Liebe sein willst, wenn du dich wirklich ändern willst, lieber Mensch da draußen, ja, dein bester Freund ist Jesus Christus, ja, dein bester Freund ist Jesus Christus. Wenn der, ja, da erkennst du, dass unsere Bibel echt von Gott ist und die einzigste Religion, wir sind keine Religion, ja, wir sind keine Religion, wir sind die absolute Wahrheit. Ja, keine Ahnung, welcher Depp, Entschuldigung, uns mal als religiöse bezeichnet hat. Denn die Bibel sagt, wenn du religiös bist, sollst du dich um die verlassenen Kinder kümmern, so in der Art. Ja, das soll deine Religion sein. Uns, also sind wir nicht religiös. Wir sind nicht religiös, wir sind gläubig. Ja, wir sind Gläubige an Jesus Christus, die ihm nachfolgen. Ja, das sind Christen, die 100% wissen, dass Jesus Christus gibt. Oder glaubt ihr, die Christen glauben einfach so? Wir haben archäologische Beweise, wir haben geologische Beweise, wissenschaftliche Beweise, mal kurz gesagt, ja, wie zum Beispiel 2300 Prophetien, die haargenau eingetroffen worden sind und zwar wirklich komplexe Prophetien, die eingetroffen sind, Wort für Wort, 2300 Prophetien, die meisten davon sogar sehr komplex sind, ja, oder viele davon sehr komplex, Entschuldigung, ja, weil zum Beispiel jetzt der Messias wird kommen und auf einen Esel in Jerusalem reinreißen, ist jetzt nicht so komplex als Beispiel, ja, oder halt eben die Zerstörung mit der Stadt im Wasser, das ist zum Beispiel eine sehr komplexe Prophetie. Und dann werdet ihr sagen, es kann doch nicht sein, dass das der 2300 Prophetien mehr, ja, und die wir jetzt vor Augen haben, liebe Menschen da draußen, das seht ihr 100% allein an den Prophetien, die euch dann immer wieder Festigkeit geben, an euren Glauben zu glauben und eure Zweifel abzulassen, wenn ihr sagt, Moment, ihr euch immer wieder erinnert an die 2300 Prophetien. Und die Prophetien, die wir gerade vor Augen haben, die gerade alle passieren und die noch kommen werden, wo Wissenschaftler selbst sagen, wenn die schon alle eingetroffen sind, können wir nur davon ausgehen, dass die restlichen Prophetien, ja, Offenbarung und so weiter, Ezekiel, und sowas, dass das alles noch auch noch eintreffen wird, weil die anderen ja auch alle 100% eingetroffen sind. Amen, 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 Amen. Sucht
Ihr wollt, dass die Welt besser werdet, dann könnt ihr euch nicht dafür entschließen. Wir sind alle böse, wir sind alle schlecht, ja? Wir sind alle böse, alle schlecht, nur Gott ist gut. Doch wir können Gutes tun. Und wenn ihr Besseres für die Welt wollt und für eure Nachkommen und für die Gemeinde, ja, und für euer Land und für was auch immer, geht das nur, wenn ihr einer guten Religion folgt. Und die einzigste gute Religion ist Jesus Christus, ihr lieben Menschen da draußen. Ja? Religion, ja, wie gesagt, wir nennen es halt jetzt auf der Welt so. Wir sind aber keine Religion, wir sind die absolute Wahrheit. Wenn ihr nur der Wahrheit Jesus Christus folgt, ja, er ist, ja, der Weg, der da führt in die Wahrheit, ja, die da führt ins ewig Leben, ja. Klopft und ich werde euch aufmachen. Suchet und ihr werdet mich finden. Suchet und ihr werdet finden. Wen werden wir finden? Jesus Christus, die Wahrheit, der da ist, der Weg. Der Weg, ja, in die Wahrheit, die du, wenn du die Wahrheit annimmst, dich ins ewige Leben bringt. Denn niemand wird zum Vater kommen, denn durch, wenn nicht durch mich, also Jesus Christus. Ja, sagt er das. Okay? Liebe Menschen, liebe Freunde und Feinde, die, und die ihr noch am Überlegen seid, wir machen das nicht, um euch zu verletzen, Muslime. Wir lieben euch. Würden wir euch nicht lieben, würden wir euch nicht sagen, und es wäre uns egal, dass ihr in die Hölle geht. Wir würden einfach, ja, unseren Glauben ausleben und sagen, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, scheiß doch auf die Muslime, ja? Das ist, was wir machen würden, wenn wir euch hassen würden. Scheiß drauf, sagt denen nichts und die gehen in die Hölle. Das wäre, wenn wir euch hassen würden. Ihr denkt, wir hassen euch. Nein, wir lieben euch genauso, ja. Wir lieben euch. Liebet euren Feind, ja. Und ihr seid der ganz klare Feind, ja. Und wir lieben euch, darum tun wir das, ja. Und ihr wollt uns noch den Kopf abhacken, ja, uns beleidigen und bei lebendigem Glauben die verbrennen und vor Tieren schmeißen am liebsten, ja. Versteht ihr denn nicht? Gut, ihr Lieben. Amen, Amen.